Mann hat ja keine Sexualität zu regeln. Muss das jetzt an, oder was? Ja, du hast doch ein Video machen. Ich brauche jetzt einen Zeugen. Das ist mir schon wieder zu stressig hier. Stressig? Ja. Ich sage, dass Monogamie diskutabel ist. Das hast du nicht gesagt. Das habe ich gesagt. Das hast du nicht gesagt. Dass es darum geht, ob sozusagen man nur einen einzigen Partner im Leben hat. Das ist Quatsch, das ist nicht so. Das ist am realen Leben auch vorbeigedacht. Und aufgrund der Erfahrungen, die du gemacht hast, natürlich im Schlechten wie im Guten, hast du sozusagen Erfahrungen gemacht, wie der zukünftige Partner vielleicht aussieht. So am realen Leben, nicht an den Wünschen. Das ist ja oft so. Es geht um Zukunft und nicht das, was war. Es geht um Zukunft. Es geht darum, was sein soll, was ich mir vorstelle, wie es schöner ist. Dann darf man sozusagen das ja nicht regeln, Sexualität. Man darf das überhaupt nicht regeln, weil man hat keine Regeln. Frauen haben Regeln. Dann werden es die Frauen regeln, weil sie ja schon die Regeln haben. Richtig. Und die Frauen entscheiden nicht nur, mit wem sie Sex haben, sondern mit wem sie Kinder kriegen können. So, weil wir brauchen noch nicht mal die Pille, da jetzt kriegen. Ich will keine Kinder kriegen. Oh, Kinder bekommen. Zufallen. Oh, wie zerreißt du einmal meine Sätze, ohne dass es Sinn macht? Weil ich möchte, dass du bewusster sprichst. Ja, bitte, werde ich jetzt aus. Kriegen hat eine scheiß Schwingung. Nee, kriegen. Jürgen, okay, ich halte mich in so eine Scheiß schon wieder auf. Das ist kein Scheiß. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Was soll ich denn das wissen? Was soll ich denn das wissen? Frag dich doch! Mir scheißegal ist, du willst nur etwas herausfinden, was ich nicht sagen soll. Und das passt mir in dem Zusammenhang. Hör auf, so eine Lüge zu verbreiten! Das ist es aber, was du ausdrückst damit. Das ist nicht mein Problem, wenn du das so verstehst. Wenn du ein Haar in der Suppe finden willst, dann so ist. Aus dem Grund habe ich die Kamera angemacht. Genau aus dem Grund habe ich die Kamera angemacht. Ja, genau. Aus dem Grunde, weil wir eigentlich das Hauptthema Monotonie oder Monogamie oder Polygamie oder dass es überhaupt ja keine Eingriffe gibt in die Sexualität. Aber die Frauen entscheiden, mit wem sie Kinder haben. Ja. Ganz einfach. Ja. So, das ist nun mal so. Ja. Und wenn man abtreiben will, findet man schon mit. Wenn man abtreiben will? Ach, Alter, diese Frau. Ich bin nicht dein Alter. Alter, du machst mich krank mit deiner Unterbrechungssucht, nur um Aufmerksamkeit zu erreichen. Jetzt sieht's wieder aus, es kommt wieder jeder Rotz gehört dort. Immer ist jetzt nur darum. Es ist die Frage, ob man einfach da eher keinen Einfluss drauf hat im schlimmsten Fall, sondern die Kinder schon unterrichtet, okay, da ist die Möglichkeit, sagen wir mal, Kinder zu kriegen, so und so. Kinder bekommen, so und so. Und du kannst dann ablehnen, so und so. Und schon ist doch alles klar. Und das war ja das alte Haiewissen mit den Kräuterkrams. Weil genau das war die Macht der Frau. Mit wem sie Kinder bekommen wollen. Dann konnten wir Männer nicht entscheiden. Das könnt ihr immer noch nicht. Nee, können wir immer noch nicht. Und das ist schlussendlich die Aussage zu Polygamie oder Monogamie, dass die Frauen entscheiden, mit wem sie Kinder bekommen. Und wenn sich entschieden warum haben. Warum bekommen die deutschen Frauen keine Kinder mehr oder nur noch 0,8 Kind pro Frau? Wieso ist das so? Weil ich schon ziemlich krass halte, wenn das so stimmen soll. Sagt der Inforeiniger? Schreibt er? Nee, das war sein Video. Na, wenn das unter seinem Namen veröffentlicht wird, dann habe ich das für ihn zuzuordnen. Genau, also wenn ich mich ihn als Primärquelle. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal. Das ist ja vollkommen. Ja, aber jetzt. Selbst wenn es 1,5 Kinder sind, dann. Wird es auch weniger. Das heißt, wir müssten eigentlich für den Weltfrieden und für unser Volk mehr Sex haben. So einfach. Mehr Sex heißt mehr Geschlecht. Und mehr Kinder, genau. Ja, aber jetzt ist es ganz einfach. Wenn du einfach vom Vogel ausgehst, ein Vogel nistet dann nur, wenn dir noch Futter vorhanden ist. Und wenn eine latente Angst da ist, dass in Zukunft nicht genug Futter da ist, werden einfach.
einfach die Vögel nicht Vögel und nicht Kinder bekommen. Vögel haben doch keine Angst. Doch. Nein. Vögel haben keine Angst. Vögel sterben an Angst. Wo hast du diese Informationen her? Was habe ich für ein Gerücht? Zumindest Futtermangel gleich weniger Kinder ist auch eine einfache Rechnung. Oder Angst ist auch Futtermangel im virtuellen schlimmsten Falle in Zukunft. Wieso reden eigentlich immer alle über Futtermangel? Ich bin der Meinung, dass alle immer viel zu viel fressen. Ich hätte auch nie das eingekauft, das du halt eingekauft hast. Nicht eine einzelne, vielleicht die Hunde sagen, aber sonst hätte ich nichts davon eingekauft. Nichts. Oh, frag mich, wann das endlich mal ankommt bei dir. Oh, du willst jetzt schon wieder alles zerfetzen mit irgendwelchen total unwichtigen kleinen Kram-Scheiß-Dinger. Die Ernährung ist das Wichtigste. Das, was du deinem Körper zuführst. Das, was du isst, das bist du. Das ist das, was mir schmeckt, so. Ich meine, ich kann nichts mal so einfach machen. Das ist doch nicht so schwer. Ich meine, ich muss mich nicht an irgendeinen Scheiß halten, dass alle Vegetarier, Nicht-Vegetarier böse sind. Oder dass man Eier nicht essen darf, weil da irgendwie, weil es auch immer drin ist. Ja, alles Käse mit Michael. Und du zwingst mich, den Scheiß mitzufressen. Deshalb werde ich es nicht essen. Ja, dann ist es halt nicht. Ich habe da extra den Buchsenfutter hingestellt, aber das ist da auch vollkommen irrelevant. Buchsenfutter? Ja. Erbsensuppe mit Fleisch. Ja, Leben. Einfach mal leben, versuch den einfach mal. Also versuch du mal zu leben. Ja, ich lebe. Ohne diese Tierfutterreste. Ohne! Ich hab gehört, ohne. Nee, ich entscheide, womit ich lebe oder überlebe oder was auch immer. Und ich. Was auch immer, komische. Du kritisierst nicht ein bisschen deinen eigenen Fleischkonsum, kann das sein? Du findest das alles richtig gut, was hier passiert. Okay, wenn ich ständig mich kritisiere, wird es auch nicht besser. Dein Einkaufszettel ist dein Stimmzettel in der Wirtschaft, in der Wirtschaftsdiktatur. Ist dein Einkaufszettel dein Stimmzettel? Genau, und ich werde mich unglücklich machen, nur aus dem Grunde. Juhu. Das kapiert ja nicht. Nee, ich will mich nicht unglücklich machen. Das mache ich auch nicht. Bin ich bescheuert. Mach mich nicht unglücklich. Du machst aber mich unglücklich, indem du so einen Scheiß guckst. Ja. Ja, das findest du toll, oder was? Mit dem Risiko. Du könntest mal anfangen, mit mir zusammenzuarbeiten. Mit dem Risiko muss ich eingehen. Zur Zusammenarbeit gehört Kommunikation. Du musstest da nicht einkaufen gehen mit Silvia. Hättest mir doch was hinterherbrüllen können, wenn du da haben wolltest. Aber das hast du so positiv konstruiert. Ich möchte, dass du das von alleine rausfindest, was dir gut tut. Oh, genau. Ich lebe es dir ja schließlich vor. Ich soll. Ey, du bist doch wieder. Du bist doch einmal wieder so. Ups. Absolut. So. Ich bin jünger als du, ich bin 9 Jahre jünger als du. Du hast gefälligst auf das zu achten, was ich sage und tue. Ja, unbedingt. Genau aus dem. Meine Regel: Wenn die Jungen reden, haben die Alten die Klappe zu halten. Ja, aber das ist eine bescheuerte Regel. Ich habe 4 Regeln. Ja, du hast nicht mal eine. Ich habe genug Regeln. Ich trinke nie ein Bier vor 8. Das stimmt nicht. Es gibt genug Beweisvideos, wo das nicht der Fall ist. Weißt man nach 8 oder 10. Dann formulier das richtig. Dann sag, du würdest gerne deine Regel befolgen und immer bis 8 warten, aber es gelingt dir nicht ständig. Sei mal doch mal richtig, richtig präzise. Versuch mal nochmal diese ganzen Fake News aufzuhören. Um genau das zu sagen, was wir wirklich wissen. Ja! Sei doch mal ehrlich! Ich bin ehrlich. Bist du nicht? Ich bin ehrlich angenervt, weil du einfach nur alles zerrupfst. Weil das wichtig ist. Das sind mir grundlegende Sachen. Das ist dir wichtig, aber diese unwichtigen Sachen. Das ist grundlegend relevant, was ich davon gebe. Diese ständiges Aufbegehren gegen Windmühlen, Flügel ist doch echt total bescheuert. Ich bin nur ein einsames Mädchen. Ich muss das machen. Ja, ich werde von meinen Schwestern werde ich getrennt gehalten. Das Grundproblem ist, dass ich von meinen Schwestern getrennt gehalten werde. Durch die Männer. Weil viele meiner Schwestern, ich bin noch nicht fertig, lass mich aussprechen, weil viele meiner Schwestern denken, sie müssten die ganzen Kerle bemuttern, anstatt sie selbst zu sein. Und das ist falsch. Die Typen haben gefälligst, sich von ihrer Mutter abzunabeln und eigenständig zu werden. Ja, weil uns ja nicht viel übrig bleibt. Und dazu müssen die Frauen das mehr erkennen, wer sie wirklich sein wollen und können. Und das zeige ich denen.
Nämlich die meisten Frauen sind gar keine Frauen. Die werden nur zu Frauen gemacht von irgendwelchen Typen, die nur weil die Mutti eine Frau ist, denken, sie müssen das von ihrer eigenen. Aber die ganze Mode, jedenfalls sie ist wohl. Nee, das ist nicht gut so. Das geht aber, wenn ihr die Männer. Oh, das ist ja wirklich so weit schon. Wir Männer sind dran schuld, dass ihr nicht miteinander klarkommt, na klar. Ja, das wäre ja sowas von aufregend logisch. Mann. Wie hat's denn dein Opa mit deiner Oma gemacht? Der hat die doch auch von allen ferngehalten, hast du erzählt. Ja. Ja. Könntest du das noch ein bisschen erläutern? Wieso? Ja, weil mich das interessiert. Na ja, nicht selber, er war krankhaft eifersüchtig. Er war krankhaft eifersüchtig, ja. Aber wieso denn auf andere Frauen? Hä? Auf Männer war eifersüchtig. Aber er war jetzt so ziemlich auf alles eifersüchtig. Meine Mutter hatte auch so einen krankhaften Psychopathen, aber so eine schlimme. Er war sogar auf den Hund eifersüchtig. Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen. Du bist genauso auf Idefix eifersüchtig, wenn der mich ablecken darf und du nicht. Ach, finde ich einfach nur eklig. Das finde ich einfach nur eklig. Ja, das ist eklig. Nee, das ist eklig. Das ist überhaupt nicht eklig. Das ist mein Tierarzt. Der macht meinen Mund sauber. Das ist mein Zahnarzt. Seine Zunge kommt an die schlimmen Stellen. Der impft mich mit guten Bakterien. Das macht Idefix für mich. Deshalb liebt er mich so und deshalb liebe ich ihn auch so. Das ist ein Benefit between friends. Friend with benefit ist das. Auf eine andere Art und Weise. Ich wurde noch nie so mit so einer Zunge geküsst wie mit dem Hund. Ja, der kommt bis ganz hinten hin. Wenn der so einen Kuss macht, dann ist der wirklich schon. Oh. Die sauerste Schnauze auf der Welt ist eine Hundeschnauze. Ist die sauerste Schnauze auf der Welt. Das ist ein super ist eine Hundeschnauze. Eine Hundeschnauze. Ich bin 50% Hund. Chinesisch Hund. Deshalb habe ich eine saure Schnauze. Also kann ich das alles sagen. Ja. Ja, ja. Ja. Und die schätze auch nicht, wenn ihr geleitet, siehst du. Du ziehst mich jedes Mal runter. Ich bin wieder dran schuld. Ja. Na, wer denn sonst? Na, ja, du und der Alkohol. Ich nehme was am liebsten auf den Alkohol. Genau. Alkohol, ja, Alkohol versus Cannabis. Das Schlimmste ist, dass die meisten, die Cannabis propagieren, ja selber noch eine Flasche hin. Oh ja, jetzt hast du mir aber jeden. Na, so ist es. Meine, ich trinke meine Bier, zwei Stück am Abend. Was besser, wenn ihr besoffen seid, als wenn ihr auch eingeschlagen seid. Das ist ja auch meine Regel, so einfach mache ich mir. Ja, du hast überhaupt keine Regel, du hast auch das Recht, eine Regel zu haben. Wenn du ein Kerl bist. Frauen machen die Regeln, hast du es vergessen? Ja. Frauen haben die Regeln. Aber nur biologische zum Glück. Aber nur eine. Aber ich bin überhaupt nicht esoterisch veranlagt. Ich weiß gar nicht, was es bedeutet, wie im Kleinen so im Großen oder wie innen so außen. Im Kleinen wie im Großen ist schon klar und innen so außen ist mir auch schon klar. Ich kann überhaupt nicht um die Ecke denken. Ich kann das nicht. Ich kann keine Brücken finden, keine Assoziationen machen. Das geht bei mir nicht. Ich bin total blöd. Ich bin total im Kopf. Ich habe keine Fantasie. Warte mal. Das Problem ist, dass mein Leben momentan eigentlich ganz schön ist. Und du versuchst mein Leben über meinen Kopf ständig hin zu verändern. Und das ich versuche überhaupt nichts, ich mache. Und ich mache nichts mit deinem Leben, ich lebe mein Leben. Unterstell mir nicht wieder irgendwelche Sachen, die ich nicht tue. Dass du auch ein Sender bist, das sollte dir da irgendwann mal bewusst sein. Ich verändere meine Welt ins Positive, ich verschönere meine Welt, ich folge meiner inneren weiblichen Natur, ich mache meine Welt schöner. Ich mache die Welt schöner, in der ich bin. Ja. In jeder Sekunde. Nee, das doch. Nicht immer. Meine Welt schon. Ja, deine schon. Klar. Ich glaube, man sollte nicht zu viel darüber nachdenken. Wer hat wirklich Jonathan Mose? Ja, der ist wirklich recht. Jonathan ist mein Fan. Jonathan Mose. Jonathan Mose. Der hat nämlich eine gute Verbindung zu seiner Mami. Ja, hat er Glück gehabt. Mann, hat er echt Schwein gehabt. Der zeigt Gesicht, der zeigt Fresse mit seiner Mutter. Ja, hat er echt Glück gehabt. Das kannst du Oma machen, nicht deine Oma. Ach. Meine Oma ist lichtscheu. Was du für Lügen verbreitest. Hör einfach auf damit.
Ach, ist das schon wieder so eine Sinnlos-Provokation? Wieso musst du eigentlich, sobald irgendwie was Sinnvolles passiert, einfach nur zu provozieren? Das bringt uns der Wahrheit auch nicht ein Stück näher. Doch! Es bringt uns der Wahrheit näher, wenn du aufhörst, Lügen zu produzieren. Da kommt nämlich die Wahrheit wieder zum Vorschein. Das ist wirklich eine Stolpere. Und die Gespräche sind die Stolperer. Und ich will zum Ende nicht mal, wo ich angefangen habe. Das ist manchmal sehr erfrischend, aber manchmal ist es auch immer wieder. Denkst du, nur am Jammern, nur am Jammern. Ja, auch wieder so eine schöne Sinnlos-Provokation. Ich muss dagegen halten, weil ist mir das Maul aufmacht, zieht mich das runter. Das zieht mich im Herzen runter. Ja, das zieht mich runter. Das macht mich traurig. Das kann ja sein, dass ich traurig mache. Ja, willst du das oder was? Nein, du bist nicht informiert. Ich mach das auch nicht, außer wenn du selber redest. Hör auf damit! Redest, hör auf damit! Total glücklich. Hör auf damit, so zu sein! Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Geh jetzt ins Bett. Ich leck dich nicht am Arsch, ich bin kein Mann! Ich will nicht auf den Sack diesen Schwachsinn ständig zu wiederholen, immer mit Provokation. Du bist ein Arschloch! Genau, du bist ein Arschloch. Guck mal in den Spiegel, damit du endlich mal siehst. Du bist ein provokativer Arschloch, wann immer sagt, dass die anderen dran schuld sind, dass du scheiße drauf bist. Und das machst du immer wieder. Die anderen sind schuld, dass du scheiße drauf bist, aber nie auf sich selbst gucken oder überhaupt begreifen, dass man vielleicht damit auch selber alles zerstört, weil man immer die Schuld bei den anderen sucht. Ja, man sucht immer die Schuld bei mir. Immer werde ich da als Sündenbock. Thank you.
Oh boy, die kann sich das gar nicht angucken, ja, ey. Ey, du bist so süß. Wenn ich in dein Gesicht schaue, da sehe ich mich wieder. Das ist wirklich wahr. Oder? Der ist doch süß. Der ist doch süß. Das Schöne ist, kann sich erschüttern. Einmal festhalten. Kann ja echt gut. Ich lasse gerne. Baldi. Gesicht. Und jetzt auch mal schön nach Jointries. Jointschaft, Freundschaft. So, ich schlafe. Er hängt sich einfach bei mir dran.
Sinne. Ich wollte ja was machen. So. Das hat nicht funktioniert. Das funktioniert schon mal. Hintergrund. Guck mal, ein Einhorn. Hier. Ein Einhorn. Da, ein grünes. Oh. So sieht's ja aus. Wie sieht's hier aus? Das ist ein Haus. Das sind vier Wänden. Fern von jeglichen Strand. Das ist sehr cool. Das ist sehr cool. Du bist ja nicht als andere. Du bist ja jetzt auf einmal ich. Oh. Hey, das ist ja total spannend. Und geht's dir so? Ja. Geht so. Es ist doch alles grün. Alles grün. Alles grün. Alles auf Go. Alles auf Go. Ja, wie die Ampeln. Wenn wir durch die Straßen gefahren sind. Mit zwei. Ich vorne dran. Du auf dem Fahrrad. Immer grün. Immer korrekt. Bloß nicht auffallen. Bloß nicht negativ auffallen. Immer lächeln. Den Menschen Freude schenken. Ja? Gestern auf der Brücke, weißt du? Da standen da zwei ältere Männer. So um die 50, 55. Ach, das wisst ihr nicht. Standende Kerle, große Kerle. Ja? Als du denen gesagt hast, hey, kann mir einer von euch sagen, wo die Venus ist? Ja, es war gerade Dämmerung. Und die guckten mich an.
Nina? Du konntest mir das nicht sagen. Und dann habe ich gesagt, ey Mensch, ihr seid doch zwei großartige Kerle und zwei super Typen. Habe ich gesagt, zwei super Typen. Und ihr könnt mir nicht sagen, wo die Venus ist. Ich warte auf jemanden, der mir zeigen kann, wo die Venus ist. Das war cool, oder? So was meine ich. So was haben wir gemacht. Bloß nicht negativ auffallen. Wir leben jetzt in einer Zeit der Liebe. Wir mögen das gar nicht, wenn da so grimmige Vereinzelungen die Harmonie stören wollen. Die innere Harmonie, die im Herzen. Ja. Ich möchte das Wort nicht mehr aussprechen, weil das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Nee. Hör auf damit, Katrin. Hör auf. Hallo. Wir wollen das nicht. Wir wünschen. Wir möchten. Wir. Du. Na du. Du. Wir. Ihr. Wir. Ja, wenn man nicht singen, so ist es so schön und einfach. Geh auch mal zum Bahnhof. In der sogenannten Frühlingszeit. Sag Hallo zu einem Fremden, der im Zug entsteigt. Er hat eben einen Zug rüber. Nimm das gegenüber. Vielleicht hat er Probleme, möchte reden drüber. Wahrscheinlich hat er gar keine Zeit. Dir ist gut, doch die Welt noch nicht bereit. Green girl is talking to you. Maybe I talk in English because it's not my mother language. Now I feel more comfortably to speak to you. Really? Thank you. I love the English. The English language. I love the English. Ingrid's language. Oh, because someone said it's a degenerated version of the German language. I think this was the rightly words to describe the real character of the English language. It's talking funny. Yes, it is. Hello. I greet you all.
Especially the new American president, Donald Trump. First of you, I heard in the roman American Psycho from Bret Easton Ellis. I love this movie. I love Christian Bale because all Christians in the world are my brothers. I feel so happy in my chest. It's so nice. Because all of you can understand what I'm talking. I think it's really, really nice to talk to people in a language that isn't their mother language, with people in a language that always isn't their mother. You know what I mean? I like to talk with German people in English, because especially to German people who don't like to learn English, because they talk to themselves, they will not ever learn English. I do not understand why they think so, but I can teach them English. It's very easy, because it's funny to talk English and German, or the other way. Maybe you English-speaking mother language people, you understand now also a pair German words. I would like to connect people with words, with my voice, with my face, with my whole body, because there's not only the language you are talking with your mouse or your cat. It's also the body, and the body language, I would say, it's a universal speaking language, understanding language. Yeah, my name is Baldi. My big sister is the Abbey Road. Or you can call her Green Girl, because her fingers look green. Don't you think this is green? Green. You can call her Reen. Reen. Her favorite nickname is Reen. 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 Her first boyfriend called her so. She loves him still. He's a good friend of her. Really, really, really good friend. They had so many good times together. So many good times. He taught her so much because she wanted to learn. And if you want to learn, you love. Because you learn from them, from these you love. Du lernst von dem, den du liebst. Yeah, learning is nice, because you have the whole life benefit of this, from something you really learned. And a language is a really, really great benefit, yes. When I was really little, about 5, 6, 7 years, I sang music in the radio. I sang, did I? Did I sing? Do you remember? Did you sing? Because why not?
I do not really remember. Ja. I forgot a lot of things. I started singing again 2 years ago. Yeah. I think so. Maybe some of you can understand now what I am saying. If I don't have so much words to describe my feelings and emotions and thoughts and all the other things which we don't sing, we only talk. Let's sing. Yeah, I know what I wanted to say to you. Greetings to Alessi. I love you. I love you. I love you since I was 16 or 15. I wrote under your last video. No, didn't I? I didn't. Under a picture from you by Facebook. On Facebook. Facebook. Glaubensbuch. I believe in it. In my Facebook. Yeah. There are many words that sound similar but have a totally different meaning. But in this case, face and face, if you really look in the face and can see what the face says to you, you can believe in your feelings and thoughts that they are right. Not left, nicht behind left. They are right, they are richtig. Right, to ride a bike. Die sind geritten. I like talking. I like talking. Ich mag den Tor und den König. Tor und Rot. Abigail und Brittany, Hansel. Greetings to you girls. They're my sisters. Abby. Abby. Ja, Abby. Abby. I'm in the Abby too. Yeah, I can see my eye. I'm looking at you. Oi. Yeah, green girl is talking. Polly. Now I found my place. Now I know what it's like to have a big brother. And on my advantage, and for my advantage, Christians with dog, or say Christians with God, are my brothers. Because the dog is the best friend of the human
if you say God, reverse, it is dark. And this is the best friend for Christians. Maybe now you understand what I say, what I mean when I say are Christians with dogs are my brothers. I have one real brother, and his name is Christian, and he has a dog. And the last few years, 2 years, 1.5 years, the last years, there are many Christians with dog. I met. Isn't it a Zufall? Ist es nicht auffällig? Isn't it unfalling? That there are many Christians with dog in my life? Do you believe now that you are all my brothers? And this is so easy to be my brother. You only have don't want to touch me. Touche pas mon sexe. My second French sentence I learned it from music, as all I learn is from music, because music is my mother. I love my mother. I love my mother. You all love your mother. You do. Every one of you is thankful that your mother brought you to earth. That your mother was supported you got through when you came to earth. Maybe it was like a death, your birth. Maybe it was like mine, I do not remember. And my mother doesn't yet call me something about the procedure we do together went through. I'm looking very, very forward. Ich freue mich total, nach dem Vorwort weiterzulesen. I'm looking very forward to hear what my mother is saying to me about something happened then when this happened. Yeah, you think this topic isn't yet done. Was trinke ich denn? Wir sind ja bei Grün. Limettensaft. I want a nicer Stimmung. I need music.
I really need music. You have you ever saw? I wanna listen to some music. Ich möchte euch was vorlesen. Und zwar den letzten Teil von dem Teil des Hörbuchs zur Mutter-Tochter-Revolution, das es bei YouTube zu hören gibt. Wenn Mütter die Wahrheit sagen. Wenn Mütter die Wahrheit sagen. Die Familientherapeutin Therma Jean Goodrich kommentiert: Es stimmt nicht, dass Mütter den rechten Weg verfehlen, den, auf dem ihre Töchter glücklich, gesund, wohlhabend und klug würden. Es gibt ihn nicht. Die ausgetretenen Pfade des Patriarchats führen zum Verrat der Mütter an ihren Töchtern und zum Verrat zwischen Frauen jeglicher Rasse, Herkunft und sexuellen Orientierung. Können wir einen anderen Weg durch die Wildnis finden? Können wir eine Revolution für Frauen und Mädchen in Gang bringen, indem wir die Wahrheit über unser Leben sagen? Es muss nicht immer so sein, ein Kreislauf von Trennung, Verlust, Verrat von einer Generation zur nächsten weitergetragen. Wenn Frauen aus der verdummten Ordnung der patriarchalischen Beziehungen heraustreten und sich daran erinnern würden, wie sie früher waren, an die Teile ihres Wesens, die verloren gingen, wenn sie sich mit ihren Töchtern und mit anderen Frauen zusammenschließen würden, könnte etwas radikal Neues entstehen. Wenn sich Frauen und Mädchen am Scheideweg der Pubertät begegnen, schreiben Lynn Michael Brown und Kara Gilligan, bröckelt die Wand der patriarchalischen Kultur. Wenn Frauen und Mädchen sich gemeinsam weigern, ihre Zusammengehörigkeit zugunsten von Beziehungen aufzugeben, dann birgt diese Begegnung das Potenzial für gesellschaftlichen und kulturellen Wandel. Frauen, die an diesem Scheideweg, am Fuße der Wand, Mädchen wirklich begegnen, verwandeln den Verrat, das Wort bedeutete früher, durch falschen Rat irreleiten, in Macht und Zusammengehörigkeit. Die Trennungslügen errichten Mauern zwischen Frauen und drohen, jede Generation von Frauen von der folgenden zu trennen. Wenn diese Lügen aufgedeckt werden, wenn die Wahrheit über die manchmal sehr ähnlichen und manchmal widersprüchlichen Erfahrungen von Frauen in einer von Männern geprägten Kultur ans Licht kommt, entdecken Frauen Machträume in der scheinbaren Undurchdringlichkeit einander verzahnter Herrschaftsmechanismen. Doch die Wahrheit über das weibliche Leben ist oft kaum zu erkennen. Entwicklungsromane, Märchen, romantische Fantasien und Geschichten über das, was gut und wertvoll ist, werden alle aus der Perspektive des Patriarchats erzählt. Die Wahrheit von Frauen wird oft als verrückt, naiv oder dumm charakterisiert, weil das Patriarchat die Macht hat, zu bestimmen, was richtig und was nicht richtig ist. Die Wahrheit zu sagen, stellt Frauen vor ein weiteres Problem. Wenn wir innerhalb der patriarchalischen Definitionen von Wirklichkeit bleiben, entfremden wir uns von unserer Authentizität und unserer Macht, aber wenn wir sagen, was wir denken und fühlen, laufen wir Gefahr, dass man uns für verrückt erklärt. Da jede Frau beim Eintritt in die Gesellschaft eine verstörende Konfrontation erlebt, bringt der Entschluss, die Wahrheit zu sagen, eine ständige Korrektur der eigenen Sichtweise mit sich. Wir müssen uns den Blick der Außenseiterin wieder aneignen, den viele von uns als Mädchen hatten und später als Frauen verloren haben. Wenn wir von außen auf die Wand blickten und Mädchen begegneten, bevor sie mit ihr zusammenstoßen, würden wir alle, Frauen und Mädchen, besser erkennen, was es bedeutet, in dieser männlichen Kultur weiblich zu sein, und werden unsere Erfahrungen austauschen. Die Begegnung von Frauen und Mädchen führt dazu, dass Mütter beschließen, mit der Wahrheit herauszurücken. Frauen, die dem Mut und den Fragen von Mädchen gegenüber offen sind, fordern ihre Autorität zurück und entwerfen eine Zukunft, in der Mädchen ihr Wissen und ihre Authentizität nicht aufgeben müssen. Wenn Töchter die Stimme der Wahrheit von ihren Müttern hören, fühlen sie sich unterstützt in ihrem Widerstand gegen den Verlust der eigenen Stimme, der eigenen Fantasie und des eigenen Potenzials. Statt die Tochter zu beschützen, indem sie ihr beibringt, wie sie sich an eine Kultur anpasst, die ihre Integrität und Kraft ablehnt, kann jede Mutter gegen die Unterdrückungsmechanismen kämpfen, die ihre eigene Lebensenergie und die ihrer Tochter dämpfen. Und damit unternimmt sie zumindest einen Versuch, solidarisch zu handeln.
Ermutigt von klaren Aussagen über die Unterdrückung von Frauen, kann die Liebe der Mütter zu den Töchtern und die Liebe der Töchter zu den Müttern die Lügen ausmerzen, die dafür verantwortlich waren, dass Frauen durch Trennung und Verrat den Kontakt zueinander verloren haben. Wenn Frauen und Mädchen aus dem Schatten des Verrats heraustreten, können sie gemeinsam die Kraft aufbringen, Nähe, Gemeinsamkeit und Selbstbestimmung einzufordern. Und diese Kraft könnte die Wand zum Einstürzen bringen. Wenn die nächste Mauer nur einreißen. Die Familientherapeutin Therma Jean Goodrich kommentiert: Es stimmt nicht, dass Mütter den rechten Weg verfehlen, denen, auf dem ihre Töchter glücklich, gesund, wohlhabend leben würden. Es gibt ihn nicht. Die ausgetretenen Pfade des Patriarchats führen zum Verrat der Mütter an ihren Töchtern und zum Verrat zwischen Frauen jeglicher Rasse, Herkunft und sexuellen. Also. Wir haben noch mehr. Mora? Wolfgang! Von Gymnastics, also Wolfgang, bitte abstellen. Wir wollen kein Trouble every day. Hast du noch eine Tüte gebaut? Hast du noch eine Tüte gebaut? Ja, ich muss mal bauen, ich will es bauen, die besten Tüten. Also, heute die Schnauze. Heute die Schnauze. Alter, naja, also mein Alter. Ich war auch bis zu meinem Alter. Anderer Alter. Genau, die Wichser. Nicht mein Gesicht. Wir müssen die Geilheit überwinden. Ja, Kerl, wir müssen die Geilheit überwinden. Einmal ja noch dazu. Ich war auch mal so. Ja. Ich war auch mal so. Ja, es ist immer noch rein. Wie damals schon. War ich noch klein. Ja, das ist ja wirklich viel. I do not like it. Ich bin eine ehrliche Haut. Ich bin eine weise, ehrliche Haut. Das ist schrecklich. In dem Fall grün. Boah, Alter, noch 4 Minuten, das geht ja gar nicht. Doch, ich kann auch hier hinten labern, das geht schon. Ja, sie hat eine neue Frisur. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein.
Ich möchte mich auf euch verlassen können. Ich will mit euch durch die Straßen rennen. Und jede unserer Handbewegung hat einen besonderen Sinn, weil wir eine Bewegung sind. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Ich möchte... Das holt mich immer wieder richtig schön raus. Plan, ich hab 3 Minuten Zeit. Da trage ich im Trappel der Fritee, aber nicht mehr lange, nicht mehr lange. Ich bin auch hier da. Ja, ich bin mit Ihnen die Wünsche erfüllt. Ja. Ich hab was danach. Ich hab nämlich immer so Ideen, weißt du? Ich kann Männer mir so wenig machen. Wenn dir das gefällt, dann muss dir auch das hier gefallen. Sind so her. Alles schon. Harter Tupac, du leidest nicht. Sind sie alle gewesen. Oh, was hab ich denn hier geliebt, ey? Song so her. Worüber singt der? It is for me, the eventually truth of that look of the lioness to the room. That look of the lioness to the room. Du hast doch die ganze Zeit. Das ist auf jeden Fall Ü35 Mucke. Also für mich ist das nicht Ü35. Aber Poldi war auch dabei. Alles da. Zu glücklich war ich. Ich bin vorbei und geschafft. Ja, du bist sicher nach Hause gebracht. Oh yeah. Nee, scheiße, weg damit. Danke, Elvi, dass du es durchlaufen hast. Ne? Na, und daraufhin hat er, als ich das angefangen habe, mir sogar cool gefallen. Das ist ja nicht ein Bruder gewesen. Ich denke, das ist. Aber das ist immer noch meine Schwester. Ja. Ja. Alles in Ordnung. Das ist immer noch meine Liebste. Meine liebste Schwester. Die Lin Katharina Juan Schmidt. Schmidt Juan. Juan Schmidt, bitte. Lin Katharina Juan Schmidt. Leider ist es nicht alle. Ja. Oh, ich muss das sagen. Aber ja, das ist einfach nicht so schlimm. Green Girl. Das ist Watching Song so her. Langs. Ich bin verdammt solidarisch, aber ich bin nicht.
Wir haben noch ein Drei auf der Politik. Ihr könnt doch mal ein bisschen lesen, was steht. Ja, ihr seid ja englische Sprache mächtig. Ich darf noch mal ein bisschen. Ich sehe das nicht, da müsste ich mich bewegen. Nein, da steht ein Du mit einem Ausrufezeichen. Also du, ja, das ist eine Aufforderung. Du, mach mich fühlen glücklich. Ich kann jetzt nicht singen. Ich hab schon noch höher gehört. Gefährlich, ja. Nicht machen. Na? Man braucht nicht viele Bauern im Deutschen. Und weißt du, wie schön war? Nein. Oh, ich hasse Applaus. Ich hasse Applaus. Ja, das will man einfach nicht. Ja. Das war nicht aufgeregt. Also, gut, Ich mache keine Kompromisse. Nochmal zur Information. Sie ist Skorpion. Ja, Mond ist ein Zwilling, ein Aszendent ist ein Schützen. Mein Mars und meine Jungfrau waren gerade in Konjunktion in der Jungfrau. Das ist schön. Mein Merkur ist in der Waage. Ach, schön, ja, ich mach schon gut. Green Girl ist switching over to Sonne, Mond, Venus. Man hat schon keine Lust mehr weiterzumachen. So ist das. Ja, aber eigenes. Beichte. Wir werden jetzt gemeinsam meiner Stimme lauschen und Beichte anhören. Beichte. Für Leib und Geist ist es ungemein schädlich, mit dem Wissen um die eigenen Sünden, das heißt unvollkommene Instinkte, dahin zu leben und es unausgesprochen in der eigenen Brust zu verschließen. Diese Gedanken oder Dinge bleiben und zeugen neues Übel in uns, solange wir sie nicht heraussprechen, etwa vor einem bewährten Freunde, der in wahrer Sympathie mit uns lebt. Sie wachsen sonst immer mehr fest, ob wir in der Form der Reue an sie denken oder anders. Denn alles, womit wir uns innerlich beschäftigen, wächst durch diese Beschäftigung. Das ewige Wiederkäuen der eigenen Fehler ist psychisch schädlich und hat auch üble Folgen für die Gesundheit. Wahre Nahrung des Geistes sind stetig sich erneuernde Gedanken, andere und immer wieder andere Auffassungen des Lebens, wechselnde und wachsende Deutungen alles Geschehenen in und um uns. Täglich mit frischen Augen die Dinge betrachten lernen, täglich die Pläne, Ansichten und Ziele des gestrigen Tages überflügeln. Das ist der Seelenzustand, durch den der Geist fähig wird, das tägliche Brot des Lebens zu empfangen, das den Leib erneuert. Die rastlos wechselnde Psyche verändert unaufhörlich zu ihrem Vorteil Art und Beschaffenheit der Elemente, die den Körper bilden, und verlängert so das Leben ins Unbegrenzte. Mit anderen Worten,
ist der immer wachsende und sich regenerierende Geist einmal befähigt, sein Prana, sein Lebendiges, auf den Organismus und seine Sinne zu übertragen, so bleibt die Verbindung zwischen ihm und dem Leib ungebrochen, da jede Zelle vom Geist durchwachsen ist. Das Alter sieht die Dinge meist, wie sie 50 Jahre vorher waren. Ereignisse und Personen erwecken immer die gleichen Gedankenassoziationen, die immer gleiche Geschichte wird hunderte von Malen ausgelöst. Solch ein Gehirn wird nicht mit neuen Ideen genährt, es versucht, von den Alten zu leben. Verfall und Tod sind die Folge. Der Geist verliert immer mehr seine Gewalt über den Organismus. Versagendes Gedächtnis, versagende Sinne, zitternde Glieder, verdorrendes Fleisch. Sie alle sind Zeichen, dass die Psyche darbend ohne ihr tägliches Brot neuer Gedanken ihre Macht über den Leib verliert. Um in Wahrheit zu leben, mit zunehmenden Jahren an Geistes- und Leibeskraft zu wachsen, um jede Phase des Daseins mit immer steigendem Entzücken zu durchwandern, während die Dezennien dahingleiten, um endlich den letzten großen Widersacher Tod zu besiegen, muss ein fortwährender Ausscheidungsprozess alter Gedanken stattfinden. Gedanken, die ihren Zweck erfüllt haben und nun neu in den Platz räumen. Gleichsam wie ein Brunnen, der, um das klarste Wasser zu geben, erst von dem Abgestandenen gereinigt werden muss. Die alten Ideen soll man, um sie loszuwerden, heraussprechen. Nicht vor jedermann, nur vor dem einen Menschen, in den wir absolutes Vertrauen setzen können, dem wir alles sagen können, jeden Wunsch, jede Neigung, im Guten wie im Bösen. Wesen, die solcher Art ohne Gefahr miteinander sprechen können, einander beichten können, müssen in der gleichen psychischen Welle sein, müssen die Dinge mit gleichen Augen ansehen, einander intuitiv durchdringen, Motive und Charakter so hellsichtig durchschauen, dass in wenigen Worten die Beichte sich restlos vollenden kann. Mann und Frau sind einander die besten Vertrauten. Ist eine Tendenz zum Lügen oder Stehlen in einem Menschen oder irgendein anderer unvornehmer Trieb, so sind die Elemente von Lüge und Diebstahl auch in Fleisch und Blut und Knochen. Reinigt man den Geist von diesen Trieben, so werden auch Fleisch und Blut feiner und besser in ihrer Zusammensetzung. Jede wirkliche Sünde im Bewusstsein festgehalten, bringt dem Leib irgendeine Form von Übel oder Unrast. Wir alle haben heute noch mehr oder weniger schädliche Überzeugungen, Vorurteile und Stimmungen dauernd in uns, deren Schädlichkeit uns noch nicht bewusst geworden ist. Alle fehlerhaften Meinungen können nicht auf einmal offenbart werden. Die Offenbarung muss allmählich von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr kommen. Auch kann uns die Erkenntnis unserer Irrtümer nicht von anderen zuteil werden. Das Wissen um eigene Schuld muss von innen kommen. Dann ist es endgültiges Begreifen. Ja. Die Offenbarung Gottes. Ja. Der Geist des unendlichen Bewusstseins, der durch uns hindurch wirkt, dass wir uns als letzte Strahlenspitzen einer unsichtbaren Sonne fühlen lernen. Das Unendliche entsiegelt unsere Augen für die Flecke, Risse und Wunden unseres Geistes, die erkannt sein wollen, damit man sie entfernen könne. Statt deprimiert zu sein, wenn wir bisher verborgene Fehler an uns entdecken, hätten wir eher Ursache zu frohlocken, wie der Seemann froh ist, das Leck gefunden zu haben, das sonst sein Schiff hätte zum Sinken bringen können. Ist das so schwer? Erkannt unterliegen unsere Fehler schon der Selbstbeichte. Haben wir es einmal dahin gebracht und den törichten Stolz bezwungen, der nach dem Leck nicht suchen mag, dann haben wir einen großen Schritt auf dem Pfade zum ewigen Glück getan. Ja. Dann wird das unendliche Bewusstsein uns das zweite Bedürfnis stillen, wird uns den Menschen senden, den wir beichten können. Dieser Mensch wird kein Schwätzer sein, sondern befähigt, gleich uns von dem Unendlichen neue Ideen in sich zu ziehen. Und auch er wird in der gleichen tiefen Not sein, uns Fehler zu bekennen, wie wir ihm. Nicht die Beichte der wirklichen Lüge, des begangenen Diebstahls oder anderer Sünden ist das Wesentliche, sondern das Bekennen der immerwährenden Versuchungen oder Tendenzen. Sponsert bei Aldi, Angersburg. Wir können den vertrauten Freunde zum Beispiel sagen, ich kenne meine Neigung zu lügen oder zu übertreiben, wenn es sich um Personen oder Geschehnisse handelt. Ich wünsche nicht, es zu tun. Es liegt gar nicht in meiner Absicht, wenn ich zu sprechen beginne. Aber in der Erregung der Konversation entfahren mir diese Unwahrheiten und parteiisch gefärbten Äußerungen wider Willen. Mein höheres Selbst missbilligt das und erinnert mich in stilleren Stunden, wie sehr ich zu lügen pflege. Oder ich habe eine Tendenz zu stehlen. Ich bin vielleicht nicht gerade ein gewöhnlicher Dieb. Aber es gibt auch andere Formen des Stehlens. Mein besseres Gewissen verwirft diese Neigung und ich will von ihr befreit werden. Oder auch, ich fühle Neid und Eifersucht beim Anblick gewisser Personen. Die bloße Nennung ihres Namens erregt Hass und Widerwillen in mir. Oder ich hasse die Reichen, wenn sie vorüberfahren, regt sich Groll in mir. Gedanken, stopp, 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 Siehst du noch einen Mensch, der dich hinhört?
kommen. Wer ist denn die Band? Ach nee, das funktioniert leider nicht. Irgendwann kommt das nach Hilfe. Ja, wie Feuerwerk zerstört. Wir sind sie nicht los, wenn wir anders zu empfinden versuchen. Das ist Selbsttäuschung. Wir sind einfach nicht imstande, sie zu verwandeln. Viel besser ist es, geradeaus ins Innerste schauen, zu bekennen, was immer wir da finden mögen und ehrlich zu sagen, ja, ich hasse, ja, ich bin neidisch. Werden solche Empfindungen dem erprobten Freunde gegenüber ausgesprochen, mit dem ernsten Wunsch, von ihnen befreit zu werden, so sind sie dadurch materieller geworden, als da wir sie in unserem Geiste verbargen. Indem sie materieller werden, nehmen sie eine Form an, die es ermöglicht, sie abzuschleudern. Warum und auf welche Weise das vor sich geht, ist unerklärlich. Wir konstatieren hier nur Erfahrungstatsachen. Niemand zu haben, zu dem man frei sprechen kann, alle Defekte und feindlichen Fehler bei sich behalten zu müssen, das erzeugt zuerst Mangel an Mut, zu sich selbst einzugestehen, später jenen falschen Stolz, der sich damit begnügt, zu scheinen, was er nicht ist. Solch ein Geist ist schließlich völlig unfähig, überhaupt einzugestehen, er habe einen Fehler und wird endlich seinen eigenen Mängeln gegenüber total blind. Er stärkt sich unbewusst im Gefühl der Vollkommenheit, wird oberflächlich, arrogant und kritisch gegen andere. Er versteinert in seiner eigenen materiellen Überzeugung. Die Erlösung, die in der Beichte liegt, wirkt durch das Alltagsleben fast aller Männer und aller Frauen. Sie fühlen eine Bürde von sich gleiten, sobald sie ihre Sorgen einem teilnehmenden Freund erzählen können. Weil durch dieses Mittel der Gedanke, der im wahrsten Sinne des Wortes auf ihnen lastete, heruntergesprochen wurde. Mit seiner Sympathie nimmt der Freund tatsächlich einen Teil der Last auf sich. Dem gebeichtet wurde, der mag dann gedrückt und traurig sein. Die Sorge des anderen, die er absorbiert hat, wirkt in ihm. Daher müssen wir vorsichtig sein in der Art, wie wir die Lasten und Sorgen anderer auf uns nehmen. Ja. Wir müssen Ruhepausen zwischen Beichten machen, um nicht zusammenzubrechen oder in den schädlichen Gedankenstrom selbst hineingerissen zu werden. Das wäre ein Unglück für alle Teile. Die eigene Gedankenrichtung muss auf alle Fälle noch die Oberhand behalten können. Wer einem anderen Sympathie gibt, gibt seine Kraft. Im Tausch erhält er die Empfindungen des fremden Geistes. Mit allen Fehlern strömen sie in ihn ein. Wer täglich Weisheit vom unendlichen Bewusstsein erbittet, wird sich nicht dazu missbrauchen lassen, die Beichte vieler Individuen wahllos entgegenzunehmen. Denn seine Sympathie ist tatsächlich sein Leben, die vitale Kraft seiner Psyche. Dem Gleichgeborenen, dem Genossen auf dem Pfad der Höhe, wird seine Sympathie stets offenstehen. Und nur in dem Maße, wie er selbst beichten kann, wird er Beichte abnehmen. Beichte reicht weit über bloßes Mitteilen der eigenen Fehler hinaus. Die gesamte Natur beichtet durch äußere Zeichen ihre Freude und ihre Qual. Der Angstschrei, im physischen Schmerz erpresst, ist gebeichteter Schmerz und es ist besser, ihn nicht zu unterdrücken. Er bringt Erleichterung. Lachen und Jauchzen sind die Beichte der Freude. Würde nicht viel Glück gehemmt, dürften diese Naturlaute sich nicht offenbaren. Sie sind von vitaler Bedeutung für Gesundheit und Wohlergehen. Wir haben ein vitales Bedürfnis nach einem Genossen, mit dem wir natürlich sein dürfen. Wir müssen wenigstens einen Menschen haben, vor dem wir unsere Launen und Gefühle herausleben dürfen, vor dem wir das Visier abnehmen, vor dem wir nicht auf unserer Hut zu sein brauchen. Wir sollen nicht immer unsere Worte wählen müssen, um immer etwas möglichst Kluges und Korrektes zu sagen. Das hieße, den psychischen Bogen immer in Spannung erhalten müssen. Er sollte aber entspannt, sogar oft entspannt werden. Wir brauchen zu Zeiten das Privilegium und die Freiheit, trivial sein zu dürfen, dumme Sachen zu sagen, ohne Furcht, höhnische oder missbilligende Mühen zu sehen. Wir wollen das Spielerische in uns nicht verkümmern lassen, sonst geht die Möglichkeit, es auszudrücken, überhaupt verloren. Der Leib verlernt den Ausdruck seiner Jugend und damit Leichtigkeit, Kreativität und Kraft. Auch von einer Torheit kann niemand wirklich befreit werden, der sie nicht in Worte gefasst, vor einem Freunde ausgesprochen hat. Dadurch wird die Torheit erst als solche erkannt, wenn sie nicht breit, deutlich in Worten vor uns steht. Wir haben eine geistige Attitüde dieser Art gebeichtet, sie objektiviert, erkannt und gerichtet. Der unausgesprochene Gedanke gehört dem Geiste rein an, der Gesprochene ist in gewisser Hinsicht materialisiert, mit einem Lautleib bekleidet. Erfolg bei geschäftlichen Unternehmungen wird auch durch die Beichte gefördert. Wo zwei oder mehrere Menschen mit gleichen Interessen mit Meinungen über einen Gegenstand austauschen, offen und bereit, offener im Lauf der Rede einzugestehen, die eben im Gespräch leichter erkennbar werden, da wird eine große, erfolgreiche Kraft erzeugt. Jeder beichtet seine Ansicht von der Sache, nimmt seinen Plan aus dem spirituellen Teil seines Wesens heraus und materialisiert ihn in Worten.
die erste Geburt in die Wirklichkeit, sozusagen ein Lautmodell der Realität, das bei eventuellen Mängeln noch verändert und verbessert werden kann. Das größte Übel ist dagegen die Ungefügigkeit, der Tadel, der nicht laut wird, wenn Menschen ihre Pläne voreinander bloßlegen. Tausende tragen solche Gedankenbürden. Sie sind im Herzen vieler Familienkreise. Jeder Gedanke aber verlangt nach seinem physischen Ausdruck, verlangt danach, in Sicherheit ausgesprochen zu werden. Verschlossene Gedanken siegeln unserem Geist zu. Die Leichtigkeit des Inflex neuer Ideen leidet darunter. Nur wer richtig schenkt, wird empfangen. Gedankengeiz führt zur Verarmung. Denn ein unnatürlicher Zustand wird geschaffen, analog dem eines Baumes, der auf künstliche Weise verhindert wird, die Blüten, Blätter und Früchte zu treiben, die Ausdrücke der Idee des Baumes sind. Wer sie hemmt, tötet den Baum. Blüten und Früchte haben auch eine spirituelle Ursache. Sie sind Materialisationen des Baumgeistes, der nach Ausdruck im Physischen ringt. Ebenso verlangt unser Geist, dass alles, was spirituelles Selbst in uns ist, in einer leiblichen Form ausgedrückt, also gebeichtet werde. Aus diesem Grunde ist es besser für den, der keinen wahren Vertrauten hat, an einen einsamen Ort, womöglich in die freie Natur zu gehen und dort in Worten seine geheimen Fehler auszusprechen. Dass er an Neid und Habsucht leide oder dass es ihm an Maß und Ordnung fehle. Oder dass er sich feige weiß, nur alles heraussprechen, wie es sich auf der Zunge formt. Jeder Mensch gewöhne sich daran, alle Gedanken in Worte zu formen. Dadurch sind sie etwas physischer geworden und können mit physischen Mitteln entfernt werden. Das Wort ist der Wagen, der das Unedle aus der Seele wegträgt. Notifikationen. Der Hund? Tut mir leid, der ist völlig verstört. Die Leute denken alle, der Hund hätte ein Problem bei gut gebrüllt Laufi-V. Aber wenn der Hund jedes Mal loskläfft hier im Haus, ja, dass die ganzen Leute Aua im Kopf haben, in Ohren haben, sobald er das Maul aufmacht. Das wissen die nicht. Der Hund geht's gut in dem Video. Der kann einen Krach ab. Der kann dicht machen. So viel zu den Zuschauern meiner Videos. Telemark, Ski in Kundenform, commented. Sophie Rien, schau dir. Oh, Sophie Rien, wer ist denn das? Wir brauchen diese Prothesen nicht, wir können Telepathie. Schau dir folgendes Video dazu. Ja, da ist nichts. Da ist kein Video, danke. Ich meine nicht das, was du mir sagst. Genau. Nee, nicht. Das war nicht schlimm.
und soll ich tun, was du willst? Das wirst du schon herausfinden, Freundchen. Weil ich jünger bin als du. Und ein Mädchen. Und bla. Du arbeitest gerade intensiv daran, hier blockiert zu werden. Ja, na, da bin ich aber gespannt, du Zecke, du. Du Pseudopunkt, du. Genau. Wir sind Brüder und Schwestern. Warum blockieren wir uns gegenseitig, hä? Ich will doch nur aus dir rauskitzeln, den Komfort aus dir rauskitzeln. Ist doch nicht so schwer. Du bist auch seit 2011 dabei, genau wie ich. Na und? Zipp dich mal nicht so ab, du Vogel, du. Ist so. Das kotzt mich so an. Was habe ich da hingeschrieben? Was so ist? Ihr denkt alle, ihr seid was Besseres. Ihr denkt alle, ihr seid erwacht. Ja? Aber ich zitiere immer wieder Walter Halter-Wägele. Halter-Wägele zitiere ich gerne. Erwachen. Das Handeln der Kenntnis. Erkenntnis. Erkenntnis, die handelt. Ich bin interessiert an Erfahrungsberichten. Dafür ist doch das Internet da. Dafür ist doch dieser ganze digitale Wahnsinn entstanden. Dass jeder von sich aus sich ganz ungestört in seiner highest Komfortzone, in seinen eigenen vier Wänden, die Möglichkeit hat, sich selbst in die Augen zu sehen, indem er einfach nur mal hier reinguckt. Nur mal in dieses eine dritte Auge. Ja, mal da reingucken, wer da so reinredet. Ja, einfach mal was beichten, was dir selbst mal was beichten. Machst noch schön Musik im Hintergrund an oder was auch immer, oder brennst eine Kerze an. Oh, jetzt habe ich vielleicht irgendwas gedrückt, muss mal gucken, was passiert. Es läuft noch, Gott sei Dank. Was Rott ist am Start. Rott. Nee, das kann ich nicht machen, weil ich sperre. Ja, ist so. Ist doch weit. Ist so weit. Seelsorge unter Geschwistern nenne ich das. Ja? Seelsorge unter Geschwistern. Man spricht Saurons Mund. Sau. Weibliches Schwein, das schon geferkelt hat. Oder? Das ist vorher auch schon eine Sau. Ich glaube nämlich nicht. Wie heißt denn das? Alter, du willst es doch. Schreib mir das mal als Kommentar da drunter, nachdem dir deine Mutter erzählt hat, wie das geht. Und wer wird da schon verklickern, wo ich zu finden bin im Jenseits? Das ist ja nur nicht so weit entfernt. Das ja, machst du im Internet, gehst du, das ist alles da. Weißt du mal. Mal Fresse zeigen im Jenseits, so möglich heute da. Ja, doch so. Ja, 46. Schön, dass ich vorhin geruht habe. Habe ich mit meinem Kissen gekuschelt. Ist viel besser, das Kissen an den Bauch zu drücken, als den Kopf da drauf zu betten. Da will er gar nicht hin. Das erdrückt total. Ich lerne das immer wieder aufs Neue, wie schön das ist. Kurz vorm Wegnicken denke ich mir, ach, schön, das ist doch ohne Kopfkissen. Ziehst du es weg, hast du das. Ja, das mache ich jetzt. Geile Zähne. Wie war das Lied? Oh, das darf ich spielen. Da wäre ich auf jeden Fall nicht gespannt. Da komme ich schon ganz schnell ran. Na, da ist es doch. Ganz genau. Wir arbeiten noch zusammen. Piece of shit. Ich bringe Piece of shit. Fällt mir. Fällt mir. Sie fällt uns. Ja? Passt irgendwie. Zusammenarbeit.
Art. Medusa. Was haben wir noch am Start? Kokosöl. Ansonsten interessiert sich kein Schwein dafür, was gut tut. Ingwer. Ginger ist auch wieder da. Ginger ist schön. Jens, kannst du mitspielen? Du bist doch gerade in Österreich am Start. Geh mal dahin, machen wir Musik zusammen. Jens Vetter, wegen dir habe ich diesen Kanal ins Leben gerufen. Das wisst du, woran du bist. Ich vernetze euch. Keine Ahnung, ich bin Spider-Woman. Ich habe Spider-Woman im Start, ja? Die machen auch nicht Wumms. Meine Wummen. Lieber Antonia und Frau Langsdorf. Ich bin ein Mädchen, du bist eine Frau. Lass uns zusammenarbeiten. Wollen die Frauen hier auf die Mädchen hören? Du musst dich gegenseitig die Arme ausstechen. Ich will aber, dass du den bemutterst. Ich will den aber bemuttern. Nein, ich will, dass du den bemutterst. Nein, ich will den bemuttern. Ah, mein drittes Auge. Ah. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es und Dinge Weile haben. Wir wissen doch, was gleich danach kommt. Das ist nicht. Mir fehlt mir ein bisschen das Creative Commons Symbol in deiner Mucke. So ein Scheiß. Ne? 106, 43, minus 1. Ich will es nicht. Janusz ist ein Wiener Würstchen, ein Wiener Krücke ist das, ein Wiener Halunke. Janusz Schlechter ist ein Wiener Halunke, jetzt bist du im Netz, haha, haha, Edge Badge, ich darf alles ausplaudern, ich bin grün, Girl. Im Jenseits ist sowieso alles abgespeichert, naja. Scheiß auf die neue SD-Karte. Schick's zu YouTube, ja, mach keinen Scheiß dabei. Achte ein bisschen auf Ordnung, auf Inhalt, auf Authentizität. Oder Bernd würde sagen, verkürzt Authentizität. Ich bin stolz auf meine Authentizität. Also von daher. Kein Sandmann in die Augen streuen. Jump in the Nether World. Ne? Ja, Engel des Himmels. Sehr gut. Ins Fetter. Was sind wir uns? Und frag mal von der Facebook. Du glaubst, der ist in Dins. Facebook wird es dir sagen. Und after this, we can listen to an... Oh, was? Da schreibt jemand was. Nun, das sehe ich anders, die meisten meiner besten Freunde, was? Ach, Gunnar. FB-Freundschaften sind eben nichts wert. Bist du auch mein Freund? Ich weiß es ja auch nicht. Nun, das sehe ich anders. Die meisten meiner besten Freundschaften sind FB-Freundschaften. Aber Freunde definieren sich dadurch, dass sie freundlich zueinander sind. Nichts von gut. Aha. Ja. Ich hab da eine andere Auffassung von Freundschaft. Ebo Roth hat eine neue. Was? Nachricht erhalten? Das ist das erste Mal. Tebo Brion, was gefällt deine. Oh, das ist nice. Oh, das ist cool. Mäse weg im Forest, Beavis Ass.
Hello, good day. Yes, of course. Ich weiß gerade nicht, wie ich da antworten soll. Na? Ich wollte Englisch, weswegen anders Russian helfen. Das ist ja das mal los. Ich verschütte und Klassiker 90. Ich hasse diese scheiß Werbung. Wie komme ich denn hier weg von diesen elenden, vorgeschlagenen Beiträgen? Die Werbung ist wirklich unberechenbar. Unberechenbar. Die ist und bleibt unberechenbar. Die taucht immer auf, ohne dass du das irgendwie das willst. Und hast du schon das ABP hier eingestellt? Und dann ist es immer, ich muss ja Linux installiert haben. Ey. Aber der Janosch, der kann das. Der ist ja auch ein Linuxer. Ein Luxer und Fuchser. Ein Pinguin. Also verdammte Pinguin. Ja, Pinguinbrunnen gibt es drei davon. Deswegen wollte ich Jens wollte ich suchen, genau. Jens Eitz. Jens und Eitz. Jens und Seitz. Nicht Jens und Seins, sondern Jens und Seitz. Und das zusammen mit nur 5 als. Ist schon. Das war der Grund, weswegen das so heißt. Ich bin da ganz ehrlich. Ohne Scheiß. Oh, das erste, was da steht, Joe Conrad. Ohne sich überhaupt irgendwas eintippen. Mein populärster Freund. Der steht an oberster Stelle. Selbstständig, finde ich gut. Dann kommt Musik Klammer und dann kommt Bernd gleich. Dann Kulturstudent Thomas und dann Herster König. Cool. Jens. Linz. Reicht schon. Ich gebe Jens ein, da steht da Linz. Die Information konnte ich jetzt verifizieren. Ich weiß, dank Facebook, ja, aber ich hätte es ohne den Glauben geschafft. Ich wusste es ja vorher schon. Machen wir das Blaue mal wieder weg. Ich wollte jetzt mir mal kurz reinsappen, wo ich heute Morgen aufgehört habe. Ich schlafe nämlich ohne Scheiß am liebsten damit ein. Das ist heile Welt für mich. Immer im Kreis. Wollt ihr vielleicht ein paar Bohnen? Oh. Ja, ich möchte welche. Ah, ein sprechendes Känguru. Ah, nicht. Geile Stelle. Hey, ich reise durch die Nacht, mache ich auch gerade. 2:55 Uhr, 1812 von 2016. Schaut da Gast. Das war ja eine nette Begrüßung. Und ganz egal, was passiert, ich kriege keine Bohnen. Da man geht mir langsam auf die Nerven. Es gibt noch einiges, worüber man sich beklagen könnte. Ich habe noch nicht einmal erwähnt, wie kalt es ist. Vielen Dank. Hättest du was dagegen, wenn ich meinen Fuß in deine Jacke stecke? Ja, ist dir nicht kalt? Doch, durchaus. Ach, Willi, ich kann voll verstehen, dass Max Wright keinen Bock auf die Rolle hatte auch. Weißt du, Alf, wenn wir nicht dauernd an die Kälte denken, wird es uns warm ums Herz werden. Bravo, wir leben in einer Traumwelt. Willi, ich habe mir den Kopf gestoßen. Oh, lass dich mal sehen. Oh, du tust mir weh. Weißt du, für jemanden, der den ganzen Weg durchs Universum gereist ist und alle möglichen Abenteuer gespannt und den platten Berg gestiegen hat, bist du geradezu unglaublich wehleidend. Ich habe Mount Platini bestiegen. Wieso denn nicht? Ich habe dich doch auf dem Foto gesehen. Ehrlich sein. Ich stand aus einem Vergnügungspark. Das ist einfach ich habe den Kopf noch in der Kulisse gesteckt. Hat mich ein Wernick gekostet. Ein Wernick? Ja, auf Melmac waren das $10. Und was ist mit dem Foto, wo du im Fass steckst? Dafür habe ich einen Mickmack bezahlt. Und wenn wir die Wahrheit sprechen wollten, ja, ist ja, ich denkt ja jeder, dass er das tut. Ja, die Wahrheit. Das ist wahr. Die Heiden des dessen, was war. Ich glaube mir, das, was war. Nicht das, was ist. Ich wissen so auch, was war. Guck mal wieder ins Bild, mein Freund. Wir machen das am besten zusammen. Ja, na, der Wille, dazu zu erkennen, was überhaupt wahr ist, für sich selbst. Was nehme ich denn wahr? Es geht doch immer nur das, was gerade wahr ist, was gerade ist, was gerade wahr und was ist, oder? Und das ist doch ständig neu.
Und nie von Dauer. Bestimmt doch jeder selbst, wie irgendwas ist. Wenn derjenige es nicht erkennt, dann musst du intervenieren, wenn es dir dabei schlecht geht. Soll ich das immer machen? Na weiter. Was ist denn mitmachen? Das habe ich vergessen, weil ich mir den Kopf gestoßen habe. Ha, ha, ha. Guter Witz, was? War das zu der Zeit, als du mit Ronda gegangen bist? Ja, aber auf Melmark haben wir das nicht mit jemandem gehen genannt. Wenn dir ein Mädchen gefiel, dann gab es ein Abendessen mit Kinobesuch. Klingt genau wie mit jemandem gehen. Wir nannten es Einladung zum Abendessen mit Kinobesuch. Bei uns gab es auch keine sogenannten Telefone. Wir nannten sie einfach Plastikdinger auf der Kommode, die klingeln. Natürlich, das ist so klar beschrieben wie das Riechwerkzeug in meinem Gesicht. Das ist einfach deine Nase, Willi. Warum musst du so einfache Dinge immer unnötig verkomplizieren? Erzähl bitte weiter. Telefone gab's früher nicht. Ich war gerade dabei, Abendessen und Kino zu vertiefen, als unser Planet explodierte. Unglück in der Liebe. Unglück in der letzten Schlacht. Das tut mir wirklich leid. Hey, zumindest mache ich mir keine Sorgen mehr. Als Melmark explodierte, wurde mir eins völlig klar. Du musst in deinem Dasein ganz hier sein und bei dir sein. Ach, sieh mal, Willy. Da oben ist die Stelle, wo Melmark früher war. Wo? Da oben, die leere Stelle, die so aussieht, als würde ein Planet fehlen. Oh, sieh doch mal, Alf, eine Sternschnuppe. Du musst dir was wünschen. Okay. Und was hast du dir gewünscht? Dass ich meinen Planeten wieder zurückkriege. Das ist ein Platz für alle. Lass den Kopf nicht hängen, Alf. Wenigstens weißt du, dass da draußen irgendwo deine Freunde sind. Vielleicht seht ihr euch eines Tages wieder. Vielleicht kommen Ronda und du auch mal wieder zusammen. Vielleicht heiratet ihr noch. Ja, ich bin immer noch jung. Aber der letzte Termin für eine Hochzeit ist der 400. Geburtstag. Sonst dreh ich durch. Vielleicht heirate ich Lynn. Was? War nur Spaß, bleib ruhig. Ich bin nicht ganz ruhig. War nur Spaß. Das war wirklich nur ein Witz, oder? Ja. Dann bin ich nicht. War nur Spaß. Vermutlich hast du immer gewusst, dass du mal heiraten und zur Ruhe kommen wirst. Ja, eigentlich schon. Ich hab irgendwann spreche ich voll verschleiert zu euch. Kein Glück bei den Puppen? Doch, ich hatte Puppen. Ich meine Freundinnen. Aber ich, ich hab bloß nicht gedacht, dass ich dasselbe tun würde wie mein Vater. Ach. Wie war er denn? Naja, Bastian war verheiratet, zwei Kinder, wir lebten in der Vorstadt. Wow, und du bist sein Sohn. Ja. Entschuldige, Willi, sprich weiter. Ich wollte, dass mein Leben aufregender wird als seins, das ist alles. Deshalb habe ich ja auch, ja, deshalb habe ich angefangen zu trinken. Und was? Zu trinken? Dann habe ich ein Mädchen in Colorado kennengelernt. Wir arbeiteten im selben Restaurant. Sie sparte ihr Geld, weil sie nach Kalifornien wollte, um Schauspielerin zu werden. Und ich weiß nicht, wir gingen ein paar Mal aus miteinander und bevor ich mich versah, hatte ich mich in sie verliebt. Ich wusste gar nicht, dass Kate Schauspielerin werden wollte. Nein, das war nicht Kate, das war Linda Evans. Das ist die Wahrheit. Linda! Wirklich? Sie war deine Freundin? Ja. Du! Nur weiter so, Willi. Und was ist dann passiert? Eigentlich nicht viel. Sie suchte die Bretter, die die Welt bedeuten, und ich suchte den Himmel auf Erden. So? Das konnte wohl nicht gut gehen. Naja, es war ganz gut so. Ich fand das Mädchen meiner Träume. Ich fand das Mädchen, das einzige Mädchen, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen wollte. Joan Collins? Kate! Wen sonst? Ach ja, richtig, stimmt. Nun, du hast das richtige Mädchen geheiratet. Linda ist viel zu beschäftigt. Die hätte kaum Zeit, mich zu Hause zuzudecken. Ich freue mich, dass du meiner Wahl zustimmst. Kate hat aus mir einen sehr glücklichen Mann gemacht. Ja, aber du solltest auch ehrlich zu dir sein. Du bist in die Fußstapfen deines Vaters getreten. Ja, aber ich habe dabei herausgefunden, man kann auch in einer Vorstadt Abenteuer erleben. Wie zum Beispiel der Kauf unseres Hauses, unser erstes Weihnachtsfest oder Lynn, wie sie gerade auf die Welt gekommen war. Und als Brian das erste Mal sagte, Dad, das ist so. Hey, hey, was ist mit diesem üblen Außerirdischen, der in eure Garage gekracht ist? Das war nun wirklich ein Abenteuer. Ja,
Ja. Für mich auch. Für mich auch. Du, Willi, hast du dir je gewünscht, ich wäre nicht bei euch gelandet? Nein, niemals. Danke. Dad. Hallo? Oh, Willi, wo steckt ihr denn bloß beide? Machst du Witze? Also ich komme so schnell, wie ich kann. Ich bin auch froh, mit dir verheiratet zu sein. Was ist mit Dad und Al? Sie sind in Barstow. Und zwar als Tramper mit dem Güterzug. Das ist ja fantastisch. Ich meine, das ist unmöglich. Böser Dad. Böser. Ich muss los hier abholen. Wie trennt man eigentlich mit dem Güterzug? Ach, das ist etwas, was dein Vater vor langer Zeit gemacht hat und was du nie tun wirst. Nee, heute ach, meinst du vielleicht sowas wie mit Linda Evans? Ja, so ähnlich. Ich habe mich heute prächtig amüsiert. Danke. Nichts zu danken. Das machen wir bestimmt bald mal wieder. Das glaubst doch nur du. Wenn der Betrag in Zeile 65 größer ist als der in Zeile 34, ziehen Sie ihn vom Betrag in Zeile 42 ab. Was? Ich mache Willis Steuererklärung und verdrücke sein Abendessen. Lass das gefälligst in Ruhe. Und seit wann verstehst du was von Steuern? Ich bin ein Experte in Bezug auf Reisen, Bewirtung und Veranlagung. Deine Veranlagung ist Gefräßigkeit. Wenn schon, das kann Willi unter Bewirtung absetzen. Guten Abend allerseits. Hi. Na, Willi, wie ist dein Gespräch gelaufen? Und noch viel wichtiger, wie hoch sind deine voraussichtlichen Zinseinnahmen für das vierte Quartal, wenn überhaupt? Du bist auf dem Laufenden, Alf. Ich habe tatsächlich von heute an ein etwas auskömmlicheres Einkommen, denn eben hat man mich zum Bezirksleiter befördert. Oh, das ist ja super. Ich gratuliere. Du hast es geschafft. Jetzt bist du Bezirksleiter von ganz Los Angeles?